Hallo, ich bin die Viktoria. Wir sind hier an der Wein- und Obstbauschule Kloster Neuburg. Ich absolviere die Lehre als Lebensmitteltechnikerin und bin gerade im dritten Lehrjahr. Also, wir werden heute Konfitüre machen. Dazu mischen wir Zucker und Pektin in eine Schüssel, so wie hier gerade, und werden es noch vermischen. Dann wird das vermischte Zucker-Pektin-Gemisch in das Fruchtmark hinein, in den Kessel, erhitzt, abgefüllt und dann haben wir hier die fertigen Produkte. Zu meinen Tätigkeiten gehört nicht nur die Brennerei bedienen, sondern auch Saftproduktion oder Trockenobstherstellung und auch die Verpackung von den ganzen fertigen Produkten bis hin zur Analytik und Verkostungen vorbereiten. Einer meiner Tätigkeiten ist auch die Brennerei zu bedienen. Zu meinen Lieblingstätigkeiten zählt das Verkosten der Produkte, weil man wissen muss, wie das Produkt schmeckt. Ich habe den Lehrberuf gewählt, weil ich gerne mit Lebensmitteln arbeite und man viel über Lebensmittel auch lernt und mir der Lehrberuf sehr gefällt, weil er abwechslungsreich ist. Meine Freundinnen waren eher skeptisch am Anfang, dadurch, dass dieser Lehrberuf eher männerdominant ist. Aber ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben und bin sehr glücklich über diesen Lehrberuf.